Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 13 Ultimate Team, ja, mit euer Mallet Up und ja, nur noch ein Tag, dann kommt endlich das Team of the Season. Wir schreiben Dienstag, den 7. Mai. Gestern wurde noch schön verkündet, ihr da, EA Ultimate Team. Wir machen hier schön das Team of the Season am 8. Mai, genauso wie letztes Jahr. Und da freue ich mich natürlich. Hab jetzt hier auf dem Account gerade nur 7000 Coins, aber das wird sich noch füllen, weil ich habe auf den anderen Accounts noch ordentlich Coins, da werden so um die 3 Millionen zusammenkommen. Packs werde ich, weiß nicht, ob ich welche ziehen werde, aber ich werde mir auf jeden Fall die Teams jetzt endlich zurückkaufen können. Da freue ich mich schon drauf und ja, in der Abstimmung liegt der BBVA momentan vorne. Guck ich mal, vielleicht mache ich auch doch ein anderes Team, aber wenn alle BBVA wollen, mache ich, denke ich mal, doch wieder BBVA. Ja, hier ein Götze als ZM, umgemodet von ZOM zu ZM. Ja, für 12.000 gekauft, 8.000 die ZM-Karte, werden wir 20.500 und wenn ich ihn für 25.000 verkaufe, mache ich ungefähr 4.000 Gewinn. Ist ein gutes Prinzip, klappt sehr gut. Ja, ich mache ein kurzes Fitnessspiel, hab noch 4 Spiele. Und ja, ich hoffe mal, dass ich trotzdem noch gewinne. Ich muss gewinnen, sonst ja, werde ich leider wieder nicht die Liga gewinnen können. Und ja, das Ganze hier mit meinem Zweiteam, den Barclays Skills. Es lädt jetzt gerade nur ein bisschen lange. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Es hat gerade schon so lange geladen, keine Ahnung, woran es liegt. So. Also es lädt total lange, komisch. Verbindung zum Gegner unterbrochen, ja, nice. Ja, dann komm mal ran. Ah, jetzt geht's. Da machen wir Orange gegen Blau, das passt. Schon geil. Und er hat ein BBVA, ach, BPL Squad, ähnlich. Also zwei Spieler, eigentlich nur die Innenverteidigung. Schauen wir mal. Ach ja, oh, BBVA. Ich bin jetzt schon so auf BBVA-Trip, weil... Ja, das wird ja jetzt wohl das dritte Team sein, was wir dann machen. Schauen wir mal. So, er guckt sich das Intro an. Nice, ich bin ein bisschen in Zeitnot. Ist das Problem, ich habe gleich noch von mir selbst aus ein Fußballspiel. Da muss ich gleich noch hintuckern. Und, ja. Deswegen ein bisschen in Eile. Ich hoffe, das geht trotzdem... Ah ja, okay. Nice. Und ich hoffe, wir gewinnen. Oh, das war nice, Asaidi. Ich hoffe, wir gewinnen jetzt. Aber der Gegner sieht machbar aus. Also jetzt auch hier die ersten Fehler. So, in die Mitte, da hinten. Schade. Also sieht nicht ganz so schwer aus. Der Gegner sieht machbar aus. Aber ihr wisst ja, wenn ich FIFA spiele, ist eh alles möglich. So. Tarabt. Nice. Komm, schieß. Ja, okay. Da stand ich aber auch scheiße zum Ball. Brauche ich mich nicht wundern. Ja, Fitnessspiel. Das andere Team sitzt schön auf der Bank, weil die da alle nur noch 70, 80 Fitness haben. Und ich keinen Bock habe, eine Fitnesskarte für die Spieler alle hier zu verbrauchen. Deswegen... ganz gemütlich einmal mit dem Zweiteam, was ja auch nicht schlecht ist. So, Cazorla hat einen guten Long Shot, schade. Das war nice, das war auch nice, da muss ein Freistoß geben. Lol, jetzt wollte ich extra in den Gegner reinlaufen, damit ich den Freistoß bekomme, habe ich nicht gekriegt. War der Vorteil schon weg, nice. Jetzt hoffe ich mal, dass ich kein Gegentor kriege. Okay, ja, wir sweaten. Lol. Was war das denn? Haben wir meine Verteidiger da gemacht, WTF. Ich wusste genau, was er machen möchte, aber meine Verteidiger waren ja jetzt hier der Fail des Jahres. Eieiei, so fängt man sich unnötige Gegentore ein. Hoffen wir mal, dass das nicht so weitergeht. Das war nice. Das auch. Und das auch. Und der auch. Nice. Das ging ja schnell. Sehr gut vom Tarabt hier, der Skill Run, muss man sagen. Dann der Pass auf Ramirez auch schön. Kann man nichts dran aussetzen.
to them should certainly give them a bit more hope. Well, that was the equalizer and it's one. Na, Mist. Ist abseits, oder? Ja. Sehr gut. Ist jetzt ein kurzes, knackiges Spiel. Das kann ich viel sagen, weil ich wirklich in Eile bin und, ja, es gibt auch nicht mehr viel zu sagen. Alle warten auf Team of the Season. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es gibt auch eine eigene Liga diesmal für die Bundesliga. War ja bei 12 nicht so. Und mehr kann ich von mir aus jetzt gerade gar nicht sagen. Also, müssen wir mal schauen. Das rettet. Yep. Ach, Leute. Ich kriege immer solche Gegner. Ich weiß nicht, warum. Ich krieg immer solche Sweat-Huren, ey. Mann, 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 und da verliere ich wieder gegen 21.000 Team, weil er nur am Sweaten ist. Ja, sicher, auch noch ein drittes, nice. Alter, Alter. Ey, ohne Spaß, gegen so einen Lappen wieder 3-1, ey, das ist typisch Hell It Up, beziehungsweise FIFA Skills HDX, das ist typisch für mich, dass ich solche Spiele zu dumm bin zu gewinnen. Ja, das war auch geil von Bam Afra, Afra. Meine Fresse, ey. So geht's nicht. Das war nice von Ben Arfa. Scheiße, ich hätte die Flak spielen müssen. Ach Mist. Oh, sehr gut, David Lewis. Boah, schade. Ich muss jetzt ein Tor noch vor der Halbzeit machen, sonst bin ich am Arsch, ey. Mann, durch den kann man so leicht durchgehen, durch die Abwehr, aber irgendwie habe ich wieder so zwei dumme Sweaty Goals bekommen. Sehr gut, Fellaini. Eieiei. Alter. Ja, hinterher jetzt, Douglas Shee. Geht doch. In he slides. Parat keeps it going well. Lol. Ach, ich spiele zu kompliziert. Da wusste ich, dass der Pass kommt. Daniel Sturridge. Sehr gut, Embiid. Working hard to keep possession against the challenge. Fellaini. Boah, überragendes Tor von Asaidi. Geil, so muss das sein. Überragendes Tor von Asaidi, guckt es euch an. Nice. Geiles Tor, ey. Aber dass der in der ersten Liga spielt, das wundert mich. Auch wenn er jetzt hier gerade 3-2 führt, aber sonderlich gut spielt er echt nicht. Verwunderbar. Wusste ich, dass der Ball kommt? Sehr gut. Okay, Glischi, dann hast du noch. Yep. Nein. Oh, sehr gut, Casola. Sehr gut, Ramirez. Oh, Mann. Hätte schon das 3-3 vor der Pause sein können. Mann, Mann, Mann. Komm, David Lewis. Jawohl. Ah, das war scheiße von Fellaini. Aufpassen, dass ich nicht noch einen reinkriege. Boah, sehr gut. Sehr gut vom Tschech. So, komm, Asaidi. Nein! Da hat er noch. Nein! Okay, wird wahrscheinlich nichts mehr mit dem 3-3 vor der Pause, aber egal. Wir sind gut dran.
4-2 wäre jetzt absolut unverdient. Kann mir wahrscheinlich keiner widersprechen. Aber es fällt. Aber es fällt so unverdient. Echt schlimm. Wie viel Pech ich im Ultimate Team habe, das ist nicht mehr normal. Jetzt ist ja für so eine lächerliche Scheiße auch noch ein Freistoß. Nice. Ja, pfeift den Konter ab. Also es ist eine total faire Partie. Ich kann mich gar nicht richtig aufregen, weil es bei mir immer so in letzter Zeit ist, dass ich immer so einem Rückstand hinterher rennen muss, weil ich einfach unglücklich solche Gegentore kriege. Kann ich jetzt nicht wirklich zu was sagen. Guckt euch an, wie schlecht der verteidigt. Kriegt einen Freistoß. Nö, natürlich nicht. Und sowas spielt in der ersten Liga und zieht mich auch noch. Only Pace vorne drin. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ohne Witz. Ich hasse solche Gegner, echt, ich hasse sowas. Und er kriegt für so eine Scheiße einen Freistoß, ey, schlimm. Schlimm, ich kann gar nicht viel sagen dazu, also es ist in letzter Zeit immer so. Genau so verliere ich immer, das ist ein Schaubild davon, wie ich momentan spiele. Und solche Chancen gehen natürlich nicht rein, schlimm. Alter Falter, ja. Ja, und so einen macht man natürlich nicht. Das ist echt, kein Wunder, so spiele ich in letzter Zeit immer. Also so kriege ich immer auf den Sack. Guckt euch an, durch solche Pässe, jetzt kommt der rüber gespielt. Yep. Du schießt aber schnell, das ist sehr gut. Ach ey, und so eine Scheiße geht natürlich nicht rein, ey. Ich verliere wieder, Leute, ich kann dagegen nichts machen. Die ganze Zeit kriege ich gegen solche Teams, die nichts auf Reihe kriegen, außer Sweaten auf den Sack. Und dann gehen meine Bälle nicht rein. Guckt euch an, das ist so schlimm. So viele Chancen, ich kann zu meinem Pech gar nichts mehr sagen. Ja, und solche Bälle, die spielen sie gerne. Ja, und der Torwart hält alles, ey. Ein 81er Kackprotzenhalter hält da wirklich jeden Ball. Schlimm, wir spielen hier nur auf ein Tor und ich lieg 4-2 hinten. Aber bei 5-2 quitte ich, da scheiße ich dann auch auf die Multiplikatormünzen. Also 5-2 gebe ich mir nicht. Ja, Elfer. Ganz klar. Also, was will man da abstreiten? Habe ich einen, der das kann? Der Tarab kann es. Ja, ich habe so ein Glück. Ich habe so ein Glück, ne? Echt, ich gehe mich vergraben. So viel Pech kann man nicht haben. Außer man heißt... Okay, meinen Namen sage ich jetzt hier nicht laut. Oh, ich habe ein Tor gemacht. Eieiei.
because they now trail on a day when they have to win to stay in this division. Well, it is a mountain to climb, and the way that they've played so far, I really can't see them doing it. Tackle here. It's a turnover of possession here. Clichy. Fellaini. The attack carrying a bit of weight. Man. And the defenders needing some reinforcements. Brilliant opening. Oh, zerrappt. Nice. Guckt's euch an. Das war doch mal ein schönes Tor. Da wird er sich ärgern, jawohl. Nice. Zack, mit der Hacke. Da wird er sich schön drüber aufregen. Also ein 4-4 ist das Mindeste von ausgleichender Gerechtigkeit hier. Spiel aber auf 5-4. Ich brauch's und es wird dann auch ein bisschen vom Ergebnis widerspiegeln. Eigentlich müsste ich den ja... Scheiße, das war schlecht. Eigentlich müsste ich den ja 5-0 weghauen. Schlimm. Der hat viermal aufs Tor geschossen und macht alle vier rein. Und ich weiß nicht, wie oft ich aufs Tor geschossen habe. Jeden Fall häufiger. Und jetzt schön Konter reinhauen. Okay, der war schlecht. Na, aber ich habe ihn wieder geholt. Aber der ist wieder weg. Nee, Tarabt und Fellaini. Mach ihn. Nice. Nice. Leute, so muss es sein. 5-4. Nice. Nice, 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 nice. Was soll man anderes sagen, als dass das jetzt nice ist? So muss es gehen, Leute, Freunde. So muss es gehen. Ich krieg eh noch eins rein, also. Nicht, wenn der David Luiz da steht. Das war nice. Na, Mist. Komm, mach ihn. Nice. Nein! Oh, Ramirez. Alter. Das rächt sich noch, Leute. Das rächt sich noch. Nein, der geht wieder nicht. Trottel. Torwart ist echt ein Trottel. Gelb für Sturridge, okay, ist nicht schlimm. Ist ja auch eh für ihn. Also. Juhu. Casola in die Mitte damit. Na, Mist. Ey, ich hab so ein ganz mieses Gefühl, dass ich noch einen reinkrieg. Sliding in now. Ja, Mist. 90. Ey, lass es jetzt zu Ende sein. Good pass. Mach ihn. Nice. Ja, 6-4. So muss das sein, Leute. Ich kann mich jetzt gar nicht freuen, weil es für mich ein typisches Spiel ist. Die anderen würden sagen, boah, hier, geil, du hast von 4-2 auf 6-4 in einer Halbzeit. Das ist ja nice, aber ich weiß jetzt nicht, was ich genau dazu sagen soll, weil gegen solche Gegner spiele ich in letzter Zeit immer. Schön lubig, schön only pace und ja, ich meine, er hat auch alle 4 Tore gesweatet. Zumindest 3, also mindestens 2, an die kann ich mich erinnern. Den Rest habe ich schon wieder verdrängt. Ja, jetzt pfeift er ab. Nice. Ja, 6-4. Asaidi macht 3 Tore. So muss das sein. Hier 10. 17. 20. ist natürlich hart. Aber wir haben gewonnen. War jetzt nochmal ein kurzer, knackiger Part. Hier ein Fitnessspiel halt. Und ja, morgen dann endlich das Team of the Season, Leute. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr auch. Aber ich denke mal, da freut sich jeder Ultimate-Team-Spieler drauf. Ja, ich bin erstmal raus. Sag ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ja, viel Glück beim Pack ziehen. Ciao!